Nachdem bei uns ja der Mensch im Mittelpunkt steht und wir gerne mit Quereinsteigern noch arbeiten, die natürlich noch gar keine Ahnung von der Materie haben, ist es uns wichtig, die wirklich von 0 auf 100 zu entwickeln. Das heißt, man beginnt mit einer Grundausbildung und kann sich dann entsprechend weiterentwickeln. Man lernt also alle wichtigen Fachthemen, aber auch handwerklichen Themen, um mit dieser Materie, mit diesem Beruf wirklich gut umgehen zu können. Es kommt ja schließlich niemand als Immobilienmakler auf die Welt. Wenn man aber die richtigen Voraussetzungen mitbringt, die Werte mitbringt, die uns wichtig sind, dann bieten wir innerhalb des Netzwerkes eine professionelle Ausbildung innerhalb der Remax Akademie an. Bekommt Training, Coaching und nach 3 Monaten oder spätestens nach 6 Monaten weiß der ganz genau, das ist der Job, den ich haben wollte, ja, und hat tolle Karriereaussichten oder er weiß es, das war es nicht. Sprich, auch für Quereinsteiger, die sich mit dieser Thematik auseinandersetzen, bieten wir ein breites Angebot. Wir haben Menschen, die zu einem Zeitpunkt zu uns kommen, wo sie sagen, sie möchten etwas verändern im Leben und einen neuen Weg einschlagen. Und wenn diese Menschen dann mit uns gemeinsam den Weg gehen, nämlich das, was sie lernen, auch versuchen umzusetzen, sich helfen lassen, sich coachen lassen, das Mentoring annehmen, dann bleiben diese Menschen bei uns. Also wichtig ist, dass der Kunde ein einzigartiges Erlebnis hat, wenn er mit Remax und einem Makler zusammenarbeitet. Wir hören nie auf, uns weiterzuentwickeln und wir suchen Menschen, die bereit sind, diese Entwicklung auch weiter fortzuführen. Ja, gerade das Thema, dass sich viel ändert, bedeutet ja, ich muss mich regelmäßig weiterbilden, ob das jetzt rechtliche Voraussetzungen sind, die neu werden durch Wohnrechtsänderungen, ob es steuerliche Änderungen gibt, aber auch im Tun, im Marketing gibt es immer wieder neue Ideen, neue Wege und da muss man sich fit halten, um hier wirklich auch vorne mit dabei sein zu können. Psychologie ist ein ganz wesentliches Element in diesem Geschäft. Letzten Endes ist natürlich schon eine Immobilie immer sachlich begründet, wenn man so etwas erwirbt, kauft oder verkauft, aber es ist auch ein emotionelles und das Emotionelle ist viel stärker, weil es muss einem gefallen, das Herz muss dabei sein und alles rundherum muss gefallen, dann kann es sein. Das heißt, es ist nicht immer die Vernunft in erster Stelle, sondern auch die Emotion, weil die Emotion ist letztendlich, was unser Leben auch ausmacht. Es ist uns aber auch wichtig, dass wir nicht nur diese Grundlagen festigen, sondern dass wir auch die Möglichkeit bieten, sich weiterzuentwickeln. Und damit man eben nicht stehen bleibt, ja, weil aufhören zu rudern würde bedeuten, zurückzufallen. Und daher bieten wir die Möglichkeit an, hier regelmäßig auch weiter rudern zu können, wo wir jedes Jahr zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten anbieten, online genauso wie im Präsenzmodus, um genau das sicherzustellen, dass unsere Maklerinnen und Makler A, topfit sind für das, was sie draußen machen und B, aber auch dem Kunden das beste Service und das beste Know-how zur Verfügung stellen können. Wenn jemand eine Vertriebsaffinität hat, gerne mit Menschen arbeitet und dass den Kunden bereit ist, in den Mittelpunkt zu stellen, dann können wir ihm dabei helfen, auch seine Träume zu verwirklichen.